Diese Leute haben sich gestern vor meiner Haustür versammelt. Sie haben das Haus umstellt und niemanden reingelassen. Sie haben gegrölt und geklatscht. Ich hatte Angst. Das hier ist Lukai, ein Beamter der Staatssicherheit. Als wir die Wohnungstür aufgemacht haben, hat uns ein Mann gedroht. Er sagte, wenn ihr rauskommt, schlage ich euch tot. Zumindest physisch bin ich jetzt frei. Ich konnte hier bei Freunden unterkommen. Das hätte ich gestern Abend noch nicht gedacht. Aber psychisch bin ich noch sehr angespannt. Am 9. Juli 2015 hat die chinesische Polizei überall im Land Menschenrechtsanwälte und Aktivisten verhaftet. Fast 300 Menschen waren das. Mein Mann Wang Xuancheng war einer dieser Anwälte. Als mein Mann verhaftet wurde, habe ich Artikel im Netz geschrieben. Ich habe geschildert, was mir passiert ist, und ich habe die Behörden abgeklappert. Das sind sie nicht gewohnt. Da haben sie angefangen, Druck zu machen. Am Anfang habe ich ihn immer noch angelogen. Ich habe ihm gesagt, sein Vater sei auf Dienstreise. Aber eines Tages hat er mich gefragt, Mama, warum ist Papa im Gefängnis? Ich will mit meinem Spielzeugschwert gegen sie kämpfen. Das will ich. Du darfst wütend sein und deinen Ärger mit Worten ausdrücken. Aber wir werden nicht gewalttätig. Wir lösen das mit dem Gesetz. Ich hatte immer im Kopf, dass mein Mann verhaftet werden könnte. Aber welche Probleme wir als Angehörige bekommen würden, das habe ich nicht vorausgesehen. Es gab größere Verhaftungswellen von Menschenrechtsaktivisten, die versuchten, sich zu organisieren, Parteien zu gründen. Aber Massenverhaftungen von Anwälten, damit hatten wir nicht gerechnet. Allein wäre das nicht auszuhalten. Alle sagen dir, sag nichts, halte lieber still. Wir beide wissen, wir wollen laut aussprechen, was hier passiert. Wir Ehefrauen kannten uns vorher nicht. Erst als unsere Männer verhaftet wurden, haben wir uns zusammengetan. Das ist nicht gut für Kinder. Aber du darfst einmal kurz probieren. Was einen an diesem Land verzweifeln lässt, ist nicht, dass Menschen ungerecht behandelt werden. Was einen verzweifeln lässt, ist, dass sich niemand traut, das Richtige zu tun, wenn dir Unrecht geschieht, aufzustehen und etwas zu sagen. Die Leute trauen sich nicht einmal, Mitleid zu zeigen. Wenn sie dich nicht abschrecken können, dann versuchen sie, dich mit Versprechungen zu ködern. Und wenn auch das nichts bringt, dann wissen sie nicht mehr weiter. Tatsächlich ist es so, wenn wir die Wahrheit ans Licht bringen, leben wir sicherer. Wir müssen immer weiter unsere Stimme erheben und auf uns aufmerksam machen. Wir haben das gemacht, um unseren Widerstand und unsere Wut gegenüber den Behörden auszudrücken. Und wir hoffen, dass unser Fall weiter Beachtung findet. Das war das letzte Mal. Das war im Zug nach Suzhou.
An dem Tag ist er nach Suzhou gefahren, um einen Mandanten zu treffen. Ich bin mitgekommen und fuhr weiter zu meinen Eltern. Irgendwann konnte ich ihn plötzlich nicht mehr erreichen. Einen ganzen Vormittag lang habe ich versucht, ihn anzurufen und kam nicht durch. Da war mir klar, dass etwas passiert war. Was ich nicht gedacht habe, dass so viel Zeit vergehen würde, bis wir uns wiedersehen. Das ist alles so weit weg. So lange her. Ein halbes Jahr lang habe ich geweint. Irgendwann habe ich bemerkt, dass die Leute sich erschrecken, wenn sie mein Gesicht sehen. Ich habe jeden Tag aufs Handy gestarrt und auf Nachrichten gewartet, auf irgendeine Entwicklung. Plötzlich habe ich mein Handy genommen und festgestellt, dass ich einige Zeichen gar nicht mehr erkennen konnte. Sie waren verschwommen. Ich hatte zu viel geweint. Ich habe es nur einem einzigen Freund gesagt. Wem? He Shiming. Hat er dich gefragt oder hast du es selbst gesagt? Er hat mich gefragt, wo mein Vater ist. Ich habe ihm gesagt, dass er es niemandem weitererzählen darf. Er hat es mir versprochen. Ich bin sehr nervös, habe kaum geschlafen. 3,5 Jahre haben wir gewartet. Heute ist die Gerichtsverhandlung. Gestern Vormittag gegen 9:30 bin ich runtergegangen. Da kam die Stadtsicherheit und hat gesagt, ich kann heute nicht zur Urteilsverkündung kommen. Dann habe ich wieder mittags aus dem Fenster geschaut, da haben sie schon 5 Autos vor der Tür geparkt. Wenn ich jetzt runtergehe, weiß ich nicht, was passiert. Schau dir das an. Na, das ist interessant. So. Ich bin aufgeregt. Obwohl ich sowas schon oft erlebt habe, ist es jedes Mal anders. Das Adrenalin steigt jedes Mal erneut. Ich habe ihn doch gestern ausrichten lassen, dass die Verhandlung nicht öffentlich ist. Es geht hier um Staatsgeheimnisse. Mein Mann ist seit 3,5 Jahren verschwunden. Heute ist die Gerichtsverhandlung und ich bin die Ehefrau. Hier geht es nicht darum, ob Sie die Ehefrau sind. Hier geht es um Staatsgeheimnisse. Junge Frau, filmen Sie nicht. Sie sind noch jung. Lassen Sie sich nicht mit denen ein. Sie verletzen die Würde anderer, verletzen deren Rechte. Das wird sich später rächen. Gehen Sie, hauen Sie ab. Heute wurde mein Mann Wang Junzhang zu 4,5 Jahren verurteilt. Ich kann dieses Urteil nicht akzeptieren. Ich erkenne es nicht an. Ich denke, es ist, weil er hartnäckig geblieben ist. Er hat nicht gestanden. Deshalb haben sie ihn so hart bestraft. Wang Junzhang ist nicht schuldig. Die Polizei und die Richter, die ihn verurteilt haben, sie sind schuldig. Die schwerste Zeit ist am Anfang, wenn sie dich in ein Geheimgefängnis bringen. Dort hast du keinen Kontakt nach draußen. Manchmal sprechen nicht einmal die Wachen mit dir. Tag für Tag musst du still sitzen oder stehen, darfst dich nicht bewegen. Eines Tages kamen sie plötzlich und zeigten mir ein Foto von meinem Sohn, wie er mit seiner Mutter nach mir gesucht hat. Da bin ich zusammengebrochen. Ich habe schrecklich geweint. 3 Tage lang habe ich nur geweint. Wäre ich psychisch etwas labiler gewesen, ich wäre, glaube ich, verrückt geworden.
Was ist das? Ein Aprikosenbaum. Seit meiner Freilassung zieht es mich in die Natur. Ich will wissen, wie diese Pflanzen heißen. Da hat mir ein Freund diese App empfohlen. Du machst ein Foto und sie sagt dir, wie die Pflanze heißt. Das ist toll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dieses Gefühl, etwas zurückzubekommen, das man verloren hatte, das kann ich nicht in Worte fassen. Es fühlt sich an wie etwas unglaublich Kostbares. Aber dann ist da noch etwas anderes. Ich bekomme oft Angst, dass ich ihn wieder verlieren könnte. Die Pekinger Justizbehörde hat mir im vergangenen November die Anwaltslizenz entzogen. Ich reiche trotzdem Klage ein. Denn ich will, dass das, was mir angetan wurde, vor Gericht kommt. Als ich gerade rausgekommen bin, waren mein Sohn und ich sehr herzlich miteinander. Aber dann ist doch deutlich geworden, dass wir uns entfremdet haben. Wenn ich ihm etwas sage oder ihn gar kritisiere, wird er bockig, richtig aufsässig. Das bereitet mir Kopfschmerzen. Ich denke viel darüber nach, wie ich diesen Riss kitten kann, damit mein Sohn weniger darunter leiden muss.